Essensreste sind immer ein bisschen eklig. Seien wir mal ehrlich, bei den meisten Menschen hört die Mülltrennung auf, wenn es eklig wird. Dabei ist das, was hier vor mir liegt, eigentlich ziemlich wertvoll. Hättet ihr einen Garten, könntet ihr all das auf den Kompost werfen. Dumm gelaufen, wenn ihr wie ich in einer Stadtwohnung lebt. Aber mit diesem schicken Gerät hier lassen sich innerhalb weniger Stunden diese stinkenden Essensreste in besten Kompost verwandeln. Das sagt zumindest der Hersteller. Ob das stimmt, testen wir heute für euch. Bleibt bis zum Ende dran, denn da verraten wir euch, ob der elektrische Kompostierer eure Wohnung wirklich in einen Urban Jungle verwandeln kann. Erstmal zu den Regeln. In den Eimer dürfen Obst- und Gemüsereste, aber auch Essensreste wie Reis, Fleisch, Fisch, Käse, Brot, Eierschalen, Kaffeesatz und Teebeutel. Tabus sind große Knochen und harte Kerne, sowie Muscheln, Öle, Suppen, Kaugummis und Süßigkeiten. Jetzt muss nur noch der Stecker rein. Dann drücke ich auf Start. Es gibt nur einen Modus, deshalb kann man hierbei nicht viel falsch machen. Wie ihr hört, summt und brummt der Kompostierer schon vor sich hin. Er stört nicht wirklich, ist aber ein dauerhaftes Hintergrundgeräusch. Und so wird er die nächsten 8 Stunden weitermachen. Angeblich stinkt der Kompostierer nicht. Riecht aber schon nach angebranntem Gemüse. Aber wenn man nicht nah rankriecht, ist es okay. In dem Gerät ist ein Aktivkohlefilter verbaut. Dadurch riecht es nicht so sehr nach verrottetem Essen. Dieser muss alle 4 Monate ausgetauscht werden. Ein Zweierset kostet 60 Euro. Und ich komme später wieder, wenn das Gerät fertig ist. So, jetzt will ich erstmal wissen, wie viel Strom der Kompostierer verbraucht hat. Dafür habe ich ein Strommesser mitlaufen lassen. 0,6 Kilowattstunden. Davon hätte ich auch locker 76 Toastscheiben toasten können. Klingt viel. Bei einem durchschnittlichen Stromtarif kostet einmal Kompostieren allerdings nur 17 Cent. Dann schauen wir jetzt mal, was aus meinen Essensresten geworden ist. Sieht tatsächlich aus wie fasrige Erde und riecht auch gar nicht mehr nach Essensresten. Diesmal habe ich anscheinend die richtige Mischung gefunden. Bei meinem ersten Versuch sah der Kompost aus wie Rindenmulch und beim zweiten war das Gemisch total klebrig und feucht und ist dadurch schnell geschimmelt. Normalerweise reift Kompost ja monatelang. Deshalb frage ich mich, ob die schnelle Variante auch als Dünger funktioniert. Bei herkömmlichem Kompost fressen und zerkleinern Bakterien, Pilze und Würmer den Abfall. In diesem Fall macht das der Kompostierer. Er zerkleinert und erhitzt den Abfall, um Keime abzutöten. Weil der Abfall nicht verrottet, ist schon mal klar, dass das, was aus dem Kompostierer kommt, kein echter Kompost ist. So ganz erforscht sind die elektrischen Kompostierer noch nicht. Denn das, was ich hier in der Hand halte, sind eigentlich nur getrocknete Essensreste, die sich im Beet dann weiter zersetzen. Das heißt, die könnten im Beet anfangen zu stinken, wenn sie feucht werden. Nährstoffe ziehen die Pflanzen sicherlich trotzdem aus der Erde. Das tun sie schließlich auch, wenn wir Eierschalen oder getrockneten Kaffeesatz hinzugeben. Ich bin hier bei meinen Zimmerpflanzen und bin echt gespannt, ob sie mit diesem Dünger wirklich zum Urban Jungle werden. Wenn ihr wissen wollt, ob das funktioniert hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin könnt ihr euch unser letztes Testvideo oder unsere Haustouren anschauen.